Hallo und herzlich willkommen zum Kaufmann-Tutorial Datanorm-Dateien installieren. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie diese bereits heruntergeladen haben, extrahiert oder entpackt haben. Sollte dies der Fall sein, klicken Sie einmal oben auf Kataloge, auf Datanormverwaltung und im nächsten Schritt Datanorm-Dateien installieren. An dem Punkt ist es wichtig, dass Sie bitte in dem Ordner alle vorhandenen Datanorm-Dateien gleichzeitig markieren. Sie sehen, dadurch, dass ich alle Dateien ausgewählt habe, dass eine Meldung kommt, dass eine Log-Datei keine gültige Datanorm-Datei ist. Dies ist an der Stelle vollkommen richtig, denn diese dient nur zu Kontrollzwecken. Danach wählen Sie bitte das Herstellerkennzeichen aus, damit all Ihre Datanorm-Dateien in dem richtigen Ordner importiert werden. Der Import dieser Datanorm-Dateien kann mehrere Minuten dauern, da die Masse an Artikel relativ groß sein wird. Wenn der Import erfolgreich war, bekommen Sie eine Meldung hiervon. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Ihnen die Datanorm-Dateien von den jeweiligen Großhändlern sofort zur Verfügung stehen in Ihren Vorgängen. Bitte importieren Sie in regelmäßigen Abständen die Aktualisierung, damit Sie immer up-to-date arbeiten. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr aus den Bereichen Gebäudeplanung, Energieeffizienz und Handwerk.